Willkommen aus Hamburg und damit herzlich willkommen heute zum Spieltag Nummer 19, Auftaktspiel des 19. Spieltages. Und es geht zwischen diesen beiden Teams los. Freitagsspiel, Auftaktspiel. Es ist das Spiel zwischen Hamburg und Sachsen. Und damit herzlich willkommen beim Duell zwischen dem Tabellensechsten und dem Tabellenzehnten. Der Tabellensechste in den weißen Trikots, unverändert gegenüber dem letzten Spiel. Trotz der 1-0-Niederlage gegen Niedersachsen wollte man heute auf jeden Fall an Erfolge wieder anknüpfen bei den Sachsen. Dagegen, ja, im letzten Spiel knapp 1-0 verloren. Mit einigen Änderungen gegenüber dem letzten Spiel, unter anderem in der Verteidigung und vorne im Sturm. Unten sehen wir einmal die Aufstellung eingeblendet von Hamburg. Wie gesagt, keine Änderung gegenüber dem Spiel gegen Niedersachsen. Auf der anderen Seite eben, wie erwähnt, die Änderung tatsächlich in der Verteidigung. Nämlich hinten in der Verteidigung Landgraf jetzt mit von der Partie und vorne im Sturm Dreger anstatt Wolfram. Also tatsächlich hat man sich jetzt entschieden, eher in Richtung der Taktik der Hinrunde zu gehen. Da es bislang in der Rückrunde nicht so erfolgreich gelaufen ist, im letzten Spiel knapp verloren gegen Rheinland-Pfalz. Dementsprechend Dreger, der Topscorer des Teams, ist jetzt nun wieder im Sturm anstatt in der Verteidigung. Und schauen wir mal, was es bringen kann. Baumann auf Arnold. Ausgespielt, Dräger. Ja, Pass Richtung Landgraf nicht angekommen. Landgraf tatsächlich jetzt Ersatzspieler da hinten auf der Rechtsverteidigerposition. Pflücke. Und Baumann. Ja, erster Ball von Pfeiffer geblockt. Baumann mit dem Nachschuss und Baumann mit dem 1-0. Führung für die Sachsen. Treffer Nummer 5, damit ist er gleichgezogen mit Dräger, wie eben erwähnt. Dräger, Top-Torschütze mit 5 Toren aktuell. Erster Schuss von Pfeiffer geblockt, der zweite 24-prozentige Möglichkeit, dass der reingeht. Und Golz muss hinter sich greifen. Führung für die Gäste aus Sachsen. Die Frage stellt sich natürlich, ob diese Führung auch hält. 13. Spielminute. Jetzt müssen den Hamburgern etwas einfallen, damit sie nicht weiter in den Abwärtsstrudel reingeraten. Udukai erstmal hier abgeblockt. Dräger. Und Baumann. Wieder zurück, Dräger. Kommt hier aber an Nürnberger nicht vorbei. Schlupp. Und der Pass geht raus nach Köln. Köln versucht da irgendwie eine Option zu finden, spielt den Ball wieder zurück Richtung Schlupp. Schlupp in die Mitte, Choupo-Moting! Und Fährmann im Nachfassen hier in dieser Situation. Ja, hier in Hamburg hat es die letzten Stunden angefangen zu regnen. Natürlich ungünstige Platzverhältnisse für Torhüter und natürlich auch für Stürmer. Aber bislang gefällt das wahrscheinlich hier den Sachsen mehr. Pflücke. In Richtung Mitte, Baumann. Ja, Ta dazwischen. Ta. Und Lukas Metscher. Nürnberger. Versucht eine Anspielstation zu finden, aber fand sie lange nicht. Und Mai hier hinten dazwischen. Pflücke. Ball lang nach vorne, versucht der Baumann hier nochmal den Pfeiffer auszutricksen, aber in der Hinsicht hat es hier nicht funktioniert. Eher ein Missverständnis von Wagnumann, der wahrscheinlich den Pfeiffer da an der Seite erwartet hatte. Dementsprechend der Ball, ja, völlig unkontrolliert sozusagen in die gegnerischen Füße gespielt hat. Ah, Udukai mit großen Problemen. Lukas Metscher. Und auch hier eine Fehlabstimmung bei der Hamburger Hintermannschaft. Oder besser gesagt bei der Hamburger Vordermannschaft. Denn es geht ja um die Stürmer da vorne. Dräger. Und Baumann. Kraus. Wieder Pflücke.
Nürnberger dazwischen, aber die nächste Möglichkeit ist immer noch da. Baumann, nächster Angriff. Aber die kommen hier an den beiden Verteidigern, wenn man das so sagen darf. Nürnberger, eigentlich kein Verteidiger, aber macht hier den Weg zu Metar zusammen. Janelt. Und Wagnermann. Und natürlich der Aufbau. Der ist gesucht, der wird vielleicht gefunden aus Hamburger Sicht. Metscher. Ball nach vorne. Udukai wieder ziemlich unsicher in der Situation. Aber daraus konnte Choupo-Moting nichts machen. Kontermöglichkeit für Sachsen. Über Flücke. Arnold, Doppelpassspiel mit Flücke. Baumann. Baumann mit der Möglichkeit und Golz. Dieses Mal hat er ihn. Ecke Sachsen. Ecke Arnold. Natürlich, der weiß. Kann er jetzt schnell machen? Will er auch schnell machen? Also, Ecke Sachsen. Ball kommt. Jeboa klärt den zwar erstmal raus. Flücke. Und wieder Arnold. Ah, versucht hier ein bisschen abzuschirmen. Landgraf. Flücke. Und der Ball war ein Ticken zu langsam. Vielleicht eben auch verschuldbar dadurch, dass es hier eben so nass ist. Baumann. Ja, Baumann wieder aus der Distanz und Golz mit großen Problemen hier. Nächste Möglichkeit für die Sachsen aus 22 Metern. Golz, ja, wirkt hier sicher, aber aus der Distanz sah es sehr unsicher aus. Des Hamburger Schlussmanns Ecke für Sachsen, Ecke Arnold. Kopfball von Choupo-Moting geklärt, aber nicht weit genug weg. Raus zu Dukai. Jordan. Träger. Wieder Jordan. Und Golz. Und dann steht da keiner an der Seite. Das wäre die sichere 2-0-Situation hier gewesen. Aber Flücke versuchte wahrscheinlich eher in Richtung Mitte zu orientieren zu sein. Anstatt sozusagen den Ball, zweiten Ball zu sehen. Aber hier... Glück für Hamburg. Nachspielzeit gibt es keine, denn das war's. 1:0 für Sachsen. Die Führung durch ihn hier, durch Dominik Baumann. Der hier auch schon einige Situationen hatte zum zweiten. Gucken wir mal, ob das im Durchgang 2 ähnlich laufen wird. Durchgang 2, herzlich willkommen aus dem Volksparkstadion in Hamburg. Heute zur Begegnung zwischen Hamburg und Sachsen. Sachsen führt mit 1:0, machen ein offensiv deutlich besseres Spiel als die Hamburger und führen dementsprechend verdient. Und die Frage stellt sich, ob diese verdiente Führung nun ausgebaut wird oder ob das Team aus Hamburg eventuell noch zurückkommt. Bislang deutet sich kaum was darauf hin, dass sie hier zurückkommen. Bislang in der Offensive kaum vorhanden. Gucken wir mal aber, ob das jetzt im Durchgang 2 anders laufen wird. Wir kennen das ja von einigen Teams, dass so einiges im Durchgang 2 auch anders sein könnte. Baumann mit einem langen Ball nach vorne, das ist aber eine leichte Beute hier für Tah, der aber dann eben zu weit weg ist und Träger mit der Möglichkeit zum 2:0. Wechsel von der Seitenlinie, Wechsel bei Hamburg. Felix Metscher kommt für Johnny Boer. Und es gibt den Eckball für Sachsen. 50. Spielminute. Ecke Sachsen, Ecke Arnold. Ball von Felix Metscher erstmal weggeklärt. Janschke. Und wieder Arnold, der natürlich einige Anspielstationen hat. Nicht direkte, sondern indirekte, wie zum Beispiel Flücke. Aber der versucht sich hier gegen Nürnberger durchzusetzen und verliert hier im Zweikampf den Ball. Wagnermann. Und Lukas Metscher nach vorne an Richtung Choupo-Moting, die hier natürlich durch die Fünferkette erstmal müssen. Metscher. Und Lukas Metscher. Aber auch hier ist kein Durchkommen. Janschke. Und Kraus. Auf Flücke. Baumann.
Ja, hat da eine Anspielstation, sieht sie auch in Arnold, aber der Zungenau. Der Kapitän der Mannschaft, Zungenau. Arnold hier mit der Möglichkeit. Und es wird wahrscheinlich gleich die nächsten Wechsel geben. Nein, es gibt tatsächlich nicht die nächsten Wechsel. Ich hätte jetzt erwartet, dass da der ein oder andere macht sich tatsächlich bereit eigentlich für einen Wechsel. Aber es wird hier noch nicht getauscht. Anscheinend will hier noch einige Spielminuten runtergespielt werden, bevor die Wechsel eben vollzogen werden. Nürnberger hier nicht im Ballbesitz. Janschke. Und Flücke. Pass geht nach vorne. Baumann, der aber hier gegen Tarnig der Sieger ist. Janelt. Und Metscher. Nürnberger. Aus Choupo-Moting. Erster Ball geblockt. Choupo-Moting. Zweiter Ball nach vorne. Und dann ist es wieder, dass sie einfach den Ball hier nicht annehmen können. Ärgerlich für Hamburg, umso besser für die Sachsen, denn damit gibt es hier die Kontermöglichkeit über Baumann. Janelt sieht den Weg und blockiert den Weg. Köhn auf Nürnberger. Schlupp. Ball langsam nach vorne, aber dann vielleicht zu langsam. Udukay, Ball erobert. Immer noch Udukay, der unheimlich weit vorne ist. Was bedeutet, dass sie natürlich jetzt einen Verteidiger zu wenig da hinten haben. Felix Metscher. Und Choupo-Moting. Jordan dazwischen. Nächste Möglichkeit, nächster Angriff. Der Sachsen. Über Baumann, wieder geht der Ball raus. Diesmal Richtung Landgraf. Und Köhn. Weggeklärt, Ecke Sachsen. 19 Minuten vor dem Ende, Wechsel bei Hamburg. Schlupp geht, Demirovic kommt. Also auf Mittelfeldmann raus, Stürmer rein. Ecke für Sachsen. Ecke Arnold, Ball von Flücke nicht ganz in Richtung Tor gebracht. Metscher und Nürnberger. Wagnermann. Aber man sieht hier, wie stabil heute die sächsische Hintermannschaft ist. Flücke erobert sich den Ball. Baumann. Raus Richtung Landgraf. Landgraf, Flanke kommt. Aber die Flanke zu niedrig. Einfacher Ball für Tarr. Aber der nächste Ball, wieder Tarr abgefangen. Und Ecke Sachsen. Ärgert sich Träger, natürlich. Der ist jetzt wieder auf seiner gewünschten Position. Der Trainer hat die Netze jetzt wieder da vorne hingestellt. Und kaum tun sie das, funktioniert es vorne wieder. Ecke für Sachsen, Ecke Arnold. Fünfter Eckball in dieser Partie für die Sachsen, Ecke Arnold. Metscher erstmal weggeklärt, aber nicht weit genug weggeklärt. Oder doch, Choupo-Moting. Am Ball. Da haben sie jetzt natürlich jetzt ein bisschen Platz, die Hamburger. Choupo-Moting, aber Landgraf in seinem Debüt stark verteidigt. Landgraf. Ja, schaut natürlich, wartet natürlich ab, aber es gibt einfach keine Anspielstation. Leichte Beute hier für Köhn, der hier direkt im Flügelspiel im Konter reinleitet. Köhn. Choupo-Moting, Choupo-Moting und Fährmann. Die Riesenmöglichkeit zum Ausgleich. 7 Minuten vor dem Ende. Wechsel bei Sachsen. Flücke geht, Conte kommt. Also jetzt absichern. Die Situation, Ecke für Hamburg. Erster Eckball für die Hamburger, für die Hanseaten. Flanke kommt, aber Fährmann sieht... Wieder bei Viecht natürlich. Er hat auch die Erfahrung, dass er weiß, wo er dann hinlaufen muss, um hier den Ball aus dem Himmel zu pflücken. 5 Minuten noch. Metscher. Nächster Angriff der Hamburger. Sie wissen, sie müssen hier Risiko eingehen, um eventuell noch einen Punkt zu holen.
Nürnberger. Und Choupo-Moting aus der Distanz. Wiener Fährmann zur Stelle. Nächster Wechsel. Dieses Mal auf der anderen Seite. Köhlert kommt für Nürnberger. Auch da wieder ein offensiverer Verteidiger, wenn man das so sagen darf. Also nächster offensiver Spieler. Ecke Hamburg. Ecke Tah, Ball dieses Mal nicht von Fährmann rausgeklärt. Wagnermann aus der Distanz. Arnold hier mit der Abwehr. Konterchance für die Sachsen. Über Baumann. Conte. Und wieder ist es Baumann. Nachspielzeit von der Seitenlinie. 2 Minuten. Und Baumann mit der Möglichkeit, den Deckel drauf zu machen. Träger und Golz. Der sich natürlich an seinen Vorderleuten beschwert. Ihr wart doch so nah dran an dem Ausgleich. Und jetzt passiert sowas. Die vielleicht letzte Möglichkeit im Spiel, vielleicht nochmal hier zu erhöhen für die Sachsen. Ecke Arnold. Ball geht in Richtung Zentrum. Tah erstmal weggeklärt. Conde. Kraus. Und aus der Distanz und wieder ist es Golz. Und der nächste Eckball. Die Minuten sind rum. Nachspielzeit ist durch. Das heißt, die Sachsen holen wichtige 3 Punkte. Für Hamburg hingegen ist es die nächste Niederlage. Ecke für Sachsen, Ecke Arnold. Ball geht Richtung Mitte, aber hier Metscher erstmal weggeklärt. Udukai, Träger. Ja, aber das wird egal sein. Das wird egal sein. Sachsen gewinnt in Hamburg mit 1:0 durch den Treffer von Baumann. Bei den Hamburgern ist weiterhin einiges an Baustelle angesagt. Während Sachsen wichtige 3 Punkte holt für die Tabelle. Man of the Match natürlich. Heute die Nummer 9, Dominik Baumann. Klar, er hatte heute viele Chancen. Darf man auch nicht vergessen. Aber er ist der Torschütze zum goldenen Tor und dementsprechend ist es heute verdient. Das war's aus Hamburg. Sachsen gewinnt mit 1:0 gegen Hamburg.